Ja, das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, sage ich mal, das auch außerhalb der Arbeitszeiten sich mal mit den Kollegen zu treffen, ein bisschen Basketball zu spielen, halt abseits des Bürojobs zusammen Spaß zu haben. Das ist, denke ich, was für uns wichtig ist und was heute auch im Mittelpunkt steht. Wir wollten eigentlich so in Richtung Finale gehen, aber in Overtime hat das nicht geklappt. Und jetzt spielen wir auf Platz 3-4, aber eigentlich ging es um Spaß. Hier dabei zu sein, ein bisschen Spaß haben, viele alte Leute treffen, also viele Bekannten treffen, die ich noch von der alten Zeit kenne. Und ja. In erster Linie, wenn man sieht, bei uns sind Mitarbeiter aus Münster extra angereist, damit sie heute teilnehmen können. Gestern noch in Österreich gewesen, heute nach Ulm. Spielt das Spiel, fährt weiter nach Münster. Das zeigt eigentlich, dass Sport Menschen verbindet und das ist die Botschaft. Und die kommt hier super gut rüber. Sicherlich wird man auch nächstes Jahr oder die kommenden Jahre wieder daran teilnehmen. Das Ganze war sehr professionell organisiert, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Den Mitarbeitern hat Spaß gemacht. Insofern wird man auch zukünftig hier bei dem Company Cup dabei sein, aber auch die Basketballmannschaft unterstützen weiterhin.